Ja, es wäre eine Überraschung, wenn wir heute nichts zu Griechenland sagen. Aber ich kann natürlich auch nicht prophezeien, wie das heute ausgeht. Die Meldungen überschlagen sich ja. Insgesamt glaube ich, dass es in letzter Minute eine Einigung geben wird, entweder heute oder zu einem späteren Zeitpunkt. Ich glaube nicht, dass die EU wirklich riskieren wird, dass Griechenland aus dem Euro ausscheiden muss. Von daher sind alle gezwungen, Gott sei Dank gezwungen, eine Einigung herzustellen. Manchmal erlebt man aber auch, dass das Pokern übertrieben wird und dann aus Versehen eine Entwicklung eingeleitet wird, die niemand haben will. Ich wundere mich sowieso, wie verantwortungslos in den letzten Tagen vom Grexit gesprochen wurde und vom Umgang mit der griechischen Regierung. Ich glaube, alle, die das riskieren, wissen nicht, was wirklich auf sie zukommt. Auf Griechenland würde in der Tat eine humanitäre Katastrophe zukommen und auch eine ökonomische. Aber ich glaube auch, dass die EU in ihrem Bestand so nicht bleiben würde. Wenn einmal die Schleusen geöffnet würden, würde das so weitergehen. Insgesamt ist der Umgang der Troika oder der Institutionen mit Griechenland unverantwortlich. Wir haben alle gesehen, dass die Austeritätspolitik gescheitert ist. Um was es jetzt geht, ist, dass diese Politik mit allen Mitteln und mit allen Druckmitteln auch der Erpressung entgegen dem politischen Willen, den die griechische Bevölkerung ausgesprochen hat, fortgesetzt werden soll. Und es ist nur die Entscheidung, in welchem Ausmaß wird sie fortgesetzt. Wir glauben, dass jede Politik, die nicht zu einer wirtschaftlichen Entwicklung in Griechenland führen kann, zu neuem Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen, sowohl gegenüber Griechenland verantwortungslos ist, als auch gegenüber den Steuerzahlern in Deutschland. Genauso gut könnte man dann das Geld direkt verbrennen. Wir müssen schauen, dass Griechenland wieder auf einen wirtschaftlichen Wachstumspfad kommt, dass die Jugendarbeitslosigkeit bekämpft wird, dass die Massenarbeitslosigkeit bekämpft wird. Das ist mit den bisherigen Rezepten nicht gelungen. Wir brauchen also einen Ausbruch aus der Austeritätspolitik und eine andere Steuerpolitik in Griechenland. Die linke Regierung ist gewillt, die Reichen und Vermögenden stärker zu besteuern. Genau dieser Weg muss unterstützt werden. Und drittens brauchen wir dringend Investitionen in industrielle und Dienstleistungsarbeit, die tatsächlich eine langfristige, eine nachhaltige, positive Wirkung auf die Wirtschaft haben. Bei dem ganzen Konflikt geht es in Wirklichkeit nicht um Griechenland oder ausschließlich um Griechenland, sondern es geht um den Weg, den Europa und insbesondere die Europäische Union insgesamt beschreitet. Es ist nicht so, dass dieser Weg nur zum Schaden der griechischen Bevölkerung ist, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern stagniert die Entwicklung und auch in Deutschland leben wir unter unseren Möglichkeiten. Es wird die Frage sein, wird dieser Weg, der ja stark behaftet ist mit einer neoliberalen Ideologie und nicht mit einer Realitätsbetrachtung, wird er so fortgesetzt und wird er den Ländern aufgedrückt oder wird dieser Weg verlassen, zumindest gelockert, sodass wir insgesamt für Europa eine bessere Entwicklungsmöglichkeit sehen können. Die Linke wird sich ganz klar dafür aufsprechen, diese Kürzungs- und Verarmungsdiktate zu beenden und wieder auf den Kurs wirtschaftlichen Wachstums und sozialer Entwicklung zu kommen. Wie schon angekündigt, die EU-Außenminister haben die erste Phase, ich sage mal ganz bewusst, des Kriegs gegen die Flüchtlinge eröffnet und beschlossen. Wir hatten am Wochenende viele Demonstrationen und Kundgebungen gegen den inhumanen Umgang mit Flüchtlingen, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und das, was jetzt die EU-Außenminister beschlossen haben, wird die Flüchtlingsproblematik nicht lösen. Wir haben zwar eine gute Nachricht in diesem grausamen Spiel. Es wird nicht sofort geschossen und die Boote werden nicht sofort zerstört.
sondern es sollen zunächst Informationen über die Schleuser gesammelt werden, bevor die Aktion Schiffe versenken dann beginnt. Und wir wissen, es fehlt allerdings zumindest in den libyschen Hoheitsgewässern an einer Resolution des UN-Sicherheitsrates oder an der Zustimmung der libyschen Behörden, mit der derzeit nicht zu rechnen ist. Von daher wird es auf absehbare Zeit keinen Freibrief für die EU-Politik geben, was gut so ist. Insgesamt muss Europa auf den Weg einer humanen Flüchtlingspolitik gehen und darf nicht in erster Linie oberflächlich Schleuser bekämpfen. Die Fluchtursachen müssen bekämpft werden und hier muss eine Willkommenskultur mit den Flüchtlingen entwickelt werden. Ähnlich militärisch, wie man gerade über den Umgang mit den Flüchtlingen diskutiert, wird gerade vom Wehrbeauftragten eine Aufrüstung der Bundeswehr gefordert. Sie soll auf einen höheren technologischen Stand gebracht werden, sie soll besser ausgerüstet werden. Wir glauben, dass das der völlig falsche Weg ist. Die Begründung, dass die Spannungen gerade in Europa zunehmen, müsste vielmehr dafür herhalten, dass wir einen strikten Abrüstungskurs fahren und neue Ideen für eine Entspannungspolitik in Europa entwickeln. Das wäre der wirkliche Weg. Wir halten es für völlig verkehrt, wieder auf den Weg des Kalten Krieges zu gehen, der Aufrüstung zu gehen. Wohin führt er? Zu einer höheren Belastung der Steuerzahler. In der Folge auch dazu, dass weniger Geld da ist für soziale Politik und Infrastrukturpolitik und der Frieden, die Friedenspolitik wird damit nicht befördert. Im Gegenteil, er wird großen Schaden zugeführt. Ich bedauere auch sehr, dass es wieder ein Sozialdemokrat ist, der diese Forderung aufgestellt hat. Sie wären, glaube ich, besser beraten, Sie würden auf die Entspannungspolitik von Willy Brandt zurückkehren. Heute beginnt der unbefristete Streik des Pflegepersonals an der Berliner Charité. Die Linke unterstützt diesen Streik. Er ist eine ganz exemplarische Auseinandersetzung, bei der es nicht in erster Linie um Geld geht, sondern um mehr Pflegepersonal für die Patienten geht. Sie wollen einen Tarifvertrag durchsetzen, der einen Pflegeschlüssel festlegt zwischen Patienten und Beschäftigten und ungefähr 600 neue Stellen im Pflegebereich schaffen soll. Das ist wirklich ein ganz vorbildlicher Kampf. Und es geht darum, dass eben Menschen in der Pflege, in den Krankenhäusern nicht behandelt werden können wie Werkstücke in der Fabrik, sprich Pflege im Minutentakt, sondern die Menschen brauchen Zuwendung, sie brauchen Pflege durch die Beschäftigten dort. Es gibt sehr viele Untersuchungen, die sogar nachweisen, dass Menschen, die nicht die entsprechende menschliche Zuwendung bekommen in den Krankenhäusern, früher sterben und dass die Gesundung, die Schnelligkeit und die Nachhaltigkeit der Gesundung in hohem Maße zusammenhängt mit dem Ausmaß der menschlichen Zuwendung und der menschlichen Pflege. Und das kann man auch nicht durch Apparate und durch Geräte ersetzen, sondern hier ist, glaube ich, gesellschaftlich unstrittig, dass es hinten und vorne an qualifiziertem Pflegepersonal fehlt. Und deswegen streiken die Beschäftigten nicht nur für ihre eigene Belange und für bessere Arbeitsbedingungen, sondern sie streiken auch für uns alle mit. Und man kann nur hoffen, dass sie Erfolg haben und dass dieser Erfolg auf die ganze Gesellschaft ausstrahlen wird. Letzte Anmerkung, die doch ein bisschen die linke Position der letzten Jahre bestärkt. Heute konnten wir hören, dass die Zahl der Aufstocker bei Hartz IV zurückgegangen ist durch die Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes, dass weniger Menschen, die arbeiten gehen, zusätzlich Hartz IV beantragen müssen. Das bestärkt unsere Position, dass es für die ganze Gesellschaft besser ist. Wir haben eine untere Linie eingezogen.
das ganze Geschrei, dass die Wirtschaft kaputt gehen wird oder dass Arbeitsplätze kaputt gehen werden in diesem Bereich, hat sich alles nicht als wirklich erwiesen, sondern die positiven Ergebnisse sind unübersehbar. Wir glauben im Übrigen, wenn man endlich einen Mindestlohn von 10 Euro einführen würde und den darüber hinaus noch flächendeckend, dass diese positiven Wirkungen noch erheblich besser wären.